Ja, willkommen heute zu einem weiteren Meme-Video, wahrscheinlich das letzte für 2015. Und das Thema, um das es mir heute geht, ist der Freiwille. Anlass ist natürlich wie so häufig etwas, was ich wieder erlebt habe. Das eine sind Gespräche mit Freunden, Bekannten und das andere auch, weswegen ich das Video nicht als Antwort, aber vielleicht einfach als Kommentar, als Anregung sozusagen mit betrachte zu dem Video, was Oliver Heuler, ich glaube jetzt schon vor bald über einem Jahr, gemacht hat, zum Thema, dass für ihn im Endeffekt der freie Wille eben nicht mehr existiert, beziehungsweise er an diesem Konzept nicht weiter festhält und es für ihn eine Erleichterung darstellt. Das ist, das kann jeder machen, wie er will. Für mich persönlich, ich möchte halt am Konzept des freien Willens durchaus festhalten und möchte daher zunächst mal das Experiment, auf das er sich dort berufen hat, in dem es darum ging, dass Menschen sozusagen im Labor untersucht worden, beobachtet worden, während ihnen die Aufgabe stand, irgendwann zu entscheiden, eine Handbewegung, irgendetwas auszuführen und später sozusagen zu sagen, wann sind sie denn der Ansicht, dass sie sich bewusst entschieden haben, diese Bewegung durchzuführen. Und da ist letztlich das Spannende, weswegen ich sozusagen das Experiment als solches sage, das unterliegt einem systematischen Fehler, weil also zumindest in der Interpretation, dass dieses Experiment belegen würde, dass der freie Wille nicht existiert, unterliegt es einem systematischen Fehlinterpretation, weil hier Bewusstsein und freier Wille gleichgesetzt wird. Für mich ist im Endeffekt das Bewusstsein eine ganz andere, ja sozusagen ein ganz anderer Bereich in unserem Gehirn, in unserem Selbst, in unserem Ich-Konstruktion als der freie Wille, der sozusagen eine ganz andere Schnittmenge von den Gehirnstrukturen besitzt. Natürlich gibt es eine Überschneidung in sozusagen diesen beiden Sphären, aber sie sind auf jeden Fall nicht deckungsgleich und allein sozusagen der Gedanke, dass nur weil die Menschen sich sozusagen in der Zeit vertun, das heißt, dass ihr ja letztlich auch wieder ihr Bewusstsein, weil sonst hätten sie das ja nicht äußern können, wann sie meinen, dass ihre bewusste Entscheidung stattgefunden hat, sie darüber hinwegtäuscht, wann sozusagen der Prozess als solches abgelaufen ist, wann welche Mechanismen im Gehirn ablaufen, die für die Entscheidungsfindung, für die Ausführung der Bewegung und so weiter dann tatsächlich benutzt werden. Und da ist eben für mich einfach zu sagen, erstmal Zeit ist ein mindestens ebenso großes Konstrukt oder halt ein Konzept wie das Bewusstsein oder der freie Wille. Deswegen ist es schon mal schwierig zu sagen, was soll denn die Zeit eigentlich sein, weil man ist ja nicht gar nicht in der Lage, das objektiv so zu handhaben, dass dieser Zeitpunkt sozusagen dass es irgendwie wirklich mit diesem Ablauf zusammenhängt, sondern Zeit ist eben etwas, was einfach im Gehirn konstruiert wird und dass diese Konstruktion letztlich nicht damit übereinstimmt, wann das Gehirn das tatsächlich macht, dass es einfach, dass unser Bewusstsein halt entsprechend beschränkt ist, in der Hinsicht, dass wir gar nicht in der Lage sind, alles im Sinne des Bewusstseins wahrzunehmen, was in unserem Körper funktioniert, was in unserem Körper abläuft. Das heißt aber doch nicht, dass im Umkehrschluss, nur weil ich mir sozusagen nicht darüber im Klaren bin, wie die biologischen Abläufe im Einzelnen in mir stattfinden, dass ich deswegen auch automatisch keine letztlich höheren kognitiven Entscheidungen im Sinne von einer Wahl zwischen A und B zum Beispiel in der Lage bin zu treffen, die tatsächlich ja, eine Willensentscheidung letztlich beinhaltet, als nur ein reiner Automat, der sozusagen nur auf Einflüsse, Reize reagiert und eben nicht in der Lage ist, sich sozusagen anzupassen, zu verändern, sozusagen über genetische Mutationen hinweg auch eben sozusagen im lebenden Objekt noch Veränderungen wieder herbeizuführen. Und da ist für mich letztlich die Schnittstelle zu sagen, das Bewusstsein ist für uns, ich habe mich zum Beispiel sehr stark mit
NLP, neurolinguistischer Programmierung, beschäftigt. Und da ist sozusagen der Gedanke, das Bewusstsein ist so letztlich die Schnittstelle, die wir aktiv steuern können, über die wir aktiv Programmierung in uns selbst vornehmen können. Aber diese Programmierungen werden sozusagen Bestandteil unseres Ichs und damit auch unserer Willensentscheidungsfindung. Mein Beispiel dafür ist zum Beispiel, jeder, der schon mal Autofahren gelernt hat, wird wissen, im Vergleich zur ersten Autofahrstunde und wie man im Endeffekt Auto fährt, nachdem man meinetwegen 2-3 Jahre Autopraxis hinter sich hat und wie überfordert man in der ersten Stunde war, dieses ganze Verkehrsregeln beachten, schalten, Gas geben, lenken, blinken und dann noch eventuell auch keinen überfahren, wie anstrengend das sozusagen gewesen ist. Aber letztlich über die Schnittstelle unseres Bewusstseins haben wir automatisierte Skripte geschaffen, die uns letztlich, wenn wir heute versuchen mal daran zu denken, okay, mit welchem Fuß steige ich jetzt gerade auf die Bremse, Kupplung, Gaspedal, wann setze ich welchen Fuß wohin ein, gerät das Ganze sofort ins Stocken, weil plötzlich sozusagen das vorher geschriebene Automatisierungsskript, was ja im Unterbewusstsein, aber trotzdem unter dem Aspekt des freien Willens, weil ich habe es ja dort an der Stelle tatsächlich freiwillig irgendwo reingeschoben, zu sagen, weil ich wollte das lernen, ich wollte eben Autofahren lernen und damit habe ich sozusagen einen Baustein geliefert, der jetzt aber in einem anderen Bereich abgearbeitet wird. Genauso wie wir auf dem Rechner nicht ständig mit allen Programmen, die dort laufen, konfrontiert sind, ist es im Endeffekt in unserem Gehirn genauso. Und eben für mich ist das Bewusstsein als solches nur die Schnittstelle zu unserem Gehirn, insbesondere dann zu diesen verschiedenen Konzepten, die wir selber über uns haben, von wegen die Abgegrenztheit des Körpers, das eigene Ich als Persönlichkeit und eben auch als Konzept die Frage des des eigenen Willens, also beziehungsweise des freien Willens vor allen Dingen, zu sagen, wovon ist im Endeffekt die Entscheidungsfindung abhängig? Und was natürlich sehr, sehr spannend ist in dieser ganzen Gehirnforschung, ist sozusagen diese Rahmenbedingungen, die Entscheidung beeinflussen, tatsächlich weiter zu untersuchen und zu hinterfragen. Weil das ist letztlich für mich der Baustein zu sagen, okay, da wo sozusagen die Entscheidungsfindung auf Autopilot läuft oder halt auf Einflüssen beruht, die wir nicht kennen, ist es doch gut, wenn wir uns damit auseinandersetzen, weil wir haben ein Bewusstsein und selbst Dinge, wo wir nicht wissen, dass wir uns eigentlich auf unbewussten Grundlagen entscheiden und die uns vielleicht die Entscheidung sozusagen verfälschen, dass wir dort bewusster werden und sagen, ah Moment, das ist jetzt sozusagen eine Rahmenbedingung, in der kann ich mich nicht frei entscheiden. Da werde ich unbewusst beeinflusst. Ich kann diese Beeinflussung eventuell nicht sozusagen im Moment aufheben, aber ich kann verhindern, dass ich die Entscheidung jetzt treffe. Ich kann mich sozusagen aus der Situation herausziehen. Was meine ich damit zum Beispiel? Also das eine ist, dass wir letztlich keine fundamentalen Entscheidungen treffen, wenn wir emotional sozusagen aufgewühlt sind, wenn wir wütend sind und so weiter, dass wir da nicht einfach lospoltern und sagen, vergiss es, ich schmeiß dich raus oder lass mich in Ruhe, will ich nichts mit zu tun haben, weil wir es sozusagen nicht neutral anschauen können. Auf der anderen Seite sind aber auch die gegenteiligen Situationen genauso gefährlich, nach dem Motto, der sympathische Berater, der uns irgendwas aufschwatzen will und mit so schönen objektiven Argumenten kommt, wo wir nicht in der Lage sind, an der Stelle diese Objektivität tatsächlich in Zweifel zu ziehen. Aber wie gesagt, sind das alles nur einzelne Bausteine, zu sagen, es ist besser zu wissen, wo die Grenzen unseres Bewusstseins sind, aber deswegen nicht gleich den freien Willen wegzuwerfen, weil viele von diesen Dingen, die Oliver Heuler da angesprochen hat, die es ihm erleichtern, dann eben zum Beispiel mit Scham und Schuld und Verantwortlichkeiten umzugehen. Ich denke, das geht auch mit dem Konzept der Freiheit, dass ich sagen kann, ich bin frei. Es gibt keine Notwendigkeit, Scham oder Schuld letztlich zu fühlen. Aber die Frage ist, inwieweit ich eben nicht nur ein Automat bin, der letztlich von äußeren Einflüssen sozusagen angestoßen werde oder zufällige Ereignisse, sondern ob ich selber auch jemand bin, der Ursachen setzen kann. Das heißt, dass ich für meine eigenen Entscheidungen sehr wohl in der Lage bin zu sagen, diese Ursache setze ich jetzt, indem ich mir zum Beispiel ein Buch lese mit einem bestimmten Thema, dann bin ich informierter darüber und dann
kann ich eine ganz andere Entscheidung treffen, als wenn ich sozusagen nicht vorher mich entschieden hätte, dieses Buch zu lesen und mich weiter darüber zu informieren. Das also, wie gesagt, soweit für mich wäre der freie Wille letztlich erst dann zumindest in Frage stellbar, wenn dieses Experiment nicht so funktioniert, von wegen, okay, wir gucken jetzt mal, wann dein Gehirn sozusagen soweit ist und wir gucken mal, wann du meinst, soweit gewesen zu sein. Weil wie gesagt, Zeit ist für mich eine viel größere Illusion und dass wir letztlich in diesem Rahmen unglaublich gut getäuscht werden können, weil wir überhaupt kein vernünftiges oder kein objektivierbares Zeitempfinden haben, wenn wir nicht gerade auf die Uhr gucken. Weil Minuten und Stunden sind für uns vom Gefühl her, je nachdem in welchem Zustand wir uns befinden, sozusagen gleichwertig. Und deswegen ist auch dieses mit diesem wandernden Punkt sozusagen der dargestellten Uhr, um zu sagen, ja, ich denke, an dem Zeitpunkt hat das stattgefunden, ist für mich letztlich nicht die Aussagekraft, dass das eben mit dem freien Willen verbunden ist. Und an der Stelle, ja genau, das Experiment, um das es geht, ist letztlich, wenn die Geisteswissenschaft sozusagen sagen kann, ich stehe vor zwei Türen, A und B, ich habe mich jetzt entschieden, durch Tür A zu gehen, jetzt sagt mir die Geisteswissenschaft oder halt die Hirnwissenschaft oder beobachtende Hirnforschung, sagt jetzt, okay, ich habe gesehen, du hast dich jetzt entschieden, durch Tür A zu gehen. Das kannst du jetzt nicht mehr verhindern, du wirst diesem Impuls folgen müssen. Und das glaube ich einfach, dass das nicht stattfindet. Weil erst dann wäre sozusagen mein freier Wille ausgehebelt im Determinismus, zu sagen, die Geisteswissenschaft kann jetzt voraussagen, nachdem sie mir gesagt hat, für welche Tür ich mich entschieden habe, dass ich auch durch diese Tür gehen werde. Und zwar ohne, dass sie mich an der Stelle weiter beobachtet, sondern dass sie eben mir dieses Ergebnis sozusagen vorwegnimmt und dann ja, hundertprozentig richtig liegt, ob ich jetzt tatsächlich durch Tür A gehen werde oder von mir aus auch, dass sie sagt, dass ich dann durch Tür B gehen werde, weil sie kann ja sozusagen spekulativ dann oder zumindest feststellen, ob ich selber eher widerspreche oder ob ich sozusagen dann diesen Aussagen folgen würde. Aber das eben nicht nur auf rein statistischen Annahmen und so weiter, weil natürlich ist die Frage, ist unser Gehirn dann so stark sozusagen durchsichtig, allein Strukturen, Verschaltungen, da ist sozusagen das eine stärker, das andere schwächer ausgeprägt, um dann tatsächlich sagen zu können, okay, der Typ geht, nachdem wir ihm gesagt haben, er geht durch Tür A, wird durch Tür A gehen und der Typ wird, nachdem wir es ihm gesagt haben, durch Tür B gehen. Das wäre sozusagen, dass die Geisteswissenschaft ja, wirklich beweisen kann, dass der freie Wille in der Hinsicht eine Illusion ist, weil ich mich nicht mehr entscheiden kann, sondern weil zumindest meine Entscheidungsstrukturen sozusagen deterministisch angelegt sind in der Hirnstruktur, wie sie dann ist. Und dass ich darüber tatsächlich keine Änderung herbeiführen kann. Das heißt, auch wenn ich das Experiment nach einem oder nach zwei Monaten wiederhole und was auch immer ich dann getan habe, sozusagen weiterhin auf diese Vorhersage ausgeliefert bin. Und das glaube ich einfach nicht. Also dazu halte ich unser Gehirn trotz aller biologischen Grundlagen in der Genetik und unserer ganzen Umwelteinflüsse doch für zu variabel, eben wie gesagt über die Schnittstelle des Bewusstseins, den eigenen Willen, die eigenen Handlungsmöglichkeiten, die eigenen Handlungsoptionen und Strategien letztlich in die Hand zu nehmen, zu sagen, ich habe darauf einen aktiven Einfluss, ich kann das machen. Natürlich alles nur im begrenzten Rahmen. Wenn mir irgendetwas, oder vielleicht nur im begrenzten Rahmen, weil das ist ja auch immer die Frage, ob unsere Überlegung und Wissenschaft schon so weit ist, zu sagen, naja, das können wir noch nicht erklären. So wie wir zwar Licht und Elektronik, also Strom, Elektrik, sozusagen so weit heute Teilchen zuordnen können im Sinne von Photonen und Elektronen, ist die Sache bei der Gravitation noch nicht geklärt. Genauso wie auch der Magnetismus zum Teil letztlich. Wir haben keine Erklärung, wie diese Energien tatsächlich übertragen werden. Wir können sie nachweisen, wir können sie messen, bei Gravitation sogar noch ein bisschen schwieriger, weil da ist auch der Nachweis sozusagen in der Hinsicht schwierig, so wie wir gerade aktuell dabei sind, zu gucken, ob es sowas wie Gravitationswellen gibt. Aber ja, das sind sozusagen Aspekte, zu sagen, da ist noch viel Spielraum, da ist noch verdammt viel Luft, auch zu verstehen, dass Geist, sozusagen das, was
ich sagen würde, wo unser freier Wille irgendwo mit reinspielt, eben über die Physis hinaus, dass da etwas ist, dass da etwas passiert. Ob es da jetzt sowas wie Schicksal oder so weiter gibt, das sind nette philosophische Betrachtungen. Ich mag die Geschichte, dass es so etwas wie Schicksal gibt, nicht festgezurrt, aber zumindest Ideen davon. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, wo man auch noch lange, lange philosophieren kann. Und letztlich ist eben immer wieder die Frage, wie hier auch im Mem-Tagebuch, was ist das, was verschafft mir mehr Freiheit letztlich auch im Leben als Mem? Das heißt, das alles sind nur Gedanken und Konstrukte. Und je nachdem, welche ich benutze, kann es sein, dass ich mich als freier Mensch erlebe oder als gefangener Mensch. Und da noch als letzter Abschlussgedanken ist auch, ich denke, dass wir uns vor allen Dingen dann als frei erleben, wenn letztlich unsere innere Freiheit kleiner ist als unsere äußere Freiheit. Darüber könnt ihr jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken, weil letztlich die ganze Forschung, die heute sozusagen im Bereich Psychologie gemacht wird, letztlich, was dann auf die Werbung zurückwirkt, aus meiner Sicht genau dieses, das sehr gefährdet. Das heißt, dass wir unfreier werden, weil wir es nicht mehr wach genug sind, weil wir dahin beeinflusst werden, dass unsere innere Freiheit sozusagen so weit abnimmt, allein durch Konzepte, mit denen wir begleitet werden, sei es Demokratie, Menschenrechte und so weiter, dass die letztlich dafür sorgen, dass unsere innere Freiheit so klein ist, dass man uns in der äußeren Freiheit so stark einschränken kann, und wir es nicht mal merken, also beziehungsweise nicht mal dagegen aufbegehren, rebellieren. Eine Metallfessel am Bein wird jeder sofort merken, aber im Endeffekt eine Fessel, die sozusagen nicht mehr sichtbar ist und die letztlich nur aufgrund des nicht mehr an die Grenzen stoßen des Individuums nicht mehr bemerkt wird, das ist aus meiner Sicht noch eine ganz andere, wiederum spannende und lange Diskussion. Also ja, habt ihr etwas über den Jahreswechsel, euch auch ein bisschen damit auseinanderzusetzen und selber zu überlegen, wie ihr das seht, ob ihr euch den freien Willen sozusagen wegen einer Sekunde Bewusstseinsirrtum sozusagen nehmen lassen wollt oder ob ihr sagt, ja, ich kann besser damit leben, wenn es den freien Willen nicht gibt und ich letztlich irgendwo ein Automat meiner Umwelt und meiner Gene bin und ja, das Ganze nur eine Illusion ist. Also, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!